Willkommen am Paseo und willkommen im Sea Club. Der Sea Club ist jetzt mit einer Terrasse draußen auch vor der Mauer mit vertreten. Gibt ein bisschen was hier an Informationen zur Karte. Und Sea Club ist geöffnet hier unten, wenn ihr es seht, 13 bis 17 Uhr. Und dann wie alle anderen auch Montag bis Donnerstag, so rum ist es, von 20 bis 22.30 Uhr. Wir haben einen kleinen Koch hier mit ein paar sehr, sehr schönen Spezialitäten und einen neuen Barmann, Oliver, und den besuchen wir jetzt mal. So, das hier ist Niklas. Guten Morgen, Niklas. Hallo, guten Morgen. Niklas ist der Chef von dem Sea Club und wir freuen uns, dass wir dich heute Morgen hier sehen, denn du hast ein bisschen was zu erzählen. Ihr habt ja nicht nur das Hotel, sondern ihr macht jetzt ja hier auch draußen die Terrasse auf. Ja. Wir haben die Terrasse vor 2 Jahren geöffnet, aber dieses Jahr möchten wir das richtig promotionieren oder Werbung machen, dass wir offen für alle sind. Das heißt, ihr habt einen tollen, guten Koch in diesem Jahr wieder mit am Start. Ja. Und man kann sowohl draußen auf der neuen Terrasse vor der Mauer, aber natürlich auch auf der Terrasse hinter der Mauer, wo wir dich jetzt hier gerade erwischen, natürlich essen. Ja. Korrekt. Gibt es vom Essen her irgendwo etwas, wo du sagst, das kann ich gut empfehlen, das ist unsere Richtung? Wir haben am Freitag geöffnet, so wir sind momentan ein bisschen so Experimenten. Das ist die Findungsphase. Und viele Leute haben schon die Muscheln, ja. Die Thai Curry Muscheln ja. Sind sehr popular ja. Die letzten Tage. Wir haben auch verschiedene so asiatische Teller, ja. Das auch sehr popular waren. Und dann die Tapas und wir haben auch Fisch und aber ihr Fleisch. Unterscheidet euch schon ein bisschen von den anderen Kollegen von dem Essen her. Das finde ich natürlich toll. So, wir haben das ein bisschen gewechselt. Wer Lust und Laune hat, es ist besser. Sich hier auch anzumelden und zu sagen, wir möchten gerne da sitzen oder hier sitzen. Und wir zeigen euch auch gleich nochmal ein paar Dinge vorne in dem Bereich von dem Hotel. Denn euer Hotel hat wie viele Zimmer? 17 Zimmer. 17 Zimmer. Ihr seid sehr individuell. Ja. Wir wissen, dass, sehr familiär auch. Wir wissen, dass James Bond schon mal hier übernachtet hat. Das ist schon ein bisschen her. Sehr lange her. Niklas, früher war es immer so, dass die Leute gesagt haben, da kannst du nicht hingehen, du kannst es nicht bezahlen, da sind auch nur Engländer. Das hat sich ja grundlegend geändert. Das hat komplett geändert. Die letzten 2 Jahre haben wir das geöffnet zum Alle. Ja. Und wir möchten das weiter so machen. Also wer Lust hat auf einen spektakulären, sehr individuellen, sehr anders orientierten Urlaub, der ist bei Niklas sicherlich richtig. Wir spielen nachher auch nochmal die Telefonnummer von dir mit ein. Buchbar über dich oder auch natürlich über Tim Gausepohl. Spielt keine Rolle. Wer Fragen hat, wendet euch an den Niklas und ihr seht ja, er spricht nur 5 Sprachen und das Deutsch funktioniert super. Vielen Dank. Okay, danke. Schön. So, und das hier ist jetzt der Panoramablick von einem kleinen Terrassenbereich hier von dem Hotel und dann rüber. Anlage super gepflegt. Ihr werdet das hier auch sehen, wer mal zum Essen rüber geht. Monika, der Blick von hier aus natürlich aufs Meer. Und wer Lust und Laune hat, hier oben zu sitzen. Wir haben hier alles mit Glasscheiben mit drin, sodass das schon passt. Ja, ein Panorama natürlich wie im Bilderbuch. Es ist heute ein ganz klein wenig windig, deswegen seht ihr auch da die kleinen Schaumkronen auf den Wellen mit drauf. Aber der Blick hier vom Essen mit dieser großen Terrasse ist schon spektakulär. Also ich denke mal, der es noch nicht kennt, sollte es ausprobieren, es lohnt sich. So, jetzt gibt es den kleinen Rundumblick hier im Innenbereich vom Sea Club. Da ist ein sehr, sehr schöner Pool dabei. Im Hintergrund seht ihr die einzelnen sehr individuellen Zimmer. Derer gibt es also 17 Stück. Jedes ist anders eingerichtet. Und das ist der Bereich, den ihr jetzt hier vorne seht, wo man eben halt dann auch als Urlaubsgast, als Hotelgast so ein bisschen sitzen kann. Aber wir stellen euch auch noch Oliver vor. Oliver ist der Chef hier von der Theke. Ja, und auch das muss sein, das ist Oliver hier, der Zauberkünstler hinter der Theke, der aber nicht nur hier diese tollen Vorführungen macht, sondern er macht auch tolle Cocktails. Oliver,
Ja. Du bist jeden Abend hier? Du bist jeden Nachmittag hier? Jeden Abend, so oft wie es geht. Also, wer Wünsche hat, dieser Barmann, dieser Mixer, dieser Zauberkünstler ist für euch da. Oliver, vielen Dank. Dankeschön.